Großbritannien und Frankreich haben vorgelegt. Das Aus für das Auto, so wie wir es kennen, soll dort schon in ein paar Jahrzehnten kommen. Schluss mit Verbrennungsmotoren heißt das Motto. Und in Deutschland haben Politiker das dankbar aufgegriffen als Thema für die Bundestagswahl im September. SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz gibt sich autofahrerfreundlich. Im ARD-Bericht aus Berlin sagte er, man brauche den Verbrennungsmotor noch sehr, sehr lange. Damit wildert Schulz bei der traditionellen Wählerklientel der Konservativen. CDU-Spitzenkandidatin und derzeitige Bundeskanzlerin Angela Merkel schließt ein Verbot vorerst aus. Ausnahmsweise einig ist sich Merkel dabei nicht nur mit der SPD, sondern auch mit dem bayerischen CSU-Chef Horst Seehofer. Der bezeichnete im Internetnachrichtenportal Der Westen den Verbrennungsmotor als die Wurzel des deutschen Wohlstands. Ein Verbot sei in Koalitionsgesprächen nicht verhandelbar. Hintergrund der Diskussion: der Abgasskandal und neue Berechnungen des Umweltbundesamtes. Die haben ergeben, dass trotz Nachrüstung von Schmutzdieseln durch die Hersteller in Dutzenden Städten die Luft dreckiger bleibt als erlaubt. Die Grünen haben das Wahlkampfthema auch für sich entdeckt. Deren Chef Cem Özdemir schloss in der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung eine Koalition mit Parteien aus, die nicht das Ende des Verbrennungsmotors einleiten. CDU, CSU und SPD für den Ottomotor, die Grünen strikt dagegen. Wenn also alle bei den Koalitionsverhandlungen stur bleiben, wird es zumindest für die Grünen schwierig mit einer Regierungsbeteiligung.